Was geht ab, YouTube? Willkommen zum neuen Video. Heute geht es ein bisschen um Posing. Ihr könnt es euch schon denken. Hier im Hintergrund laufen die Aufnahmen aus Italien, aus Rom, von der Cheru Classic 2022. Ja, es geht heute ums Posing und ich wollte euch einfach mal erklären, wieso ich Posing so liebe und wieso ich es auch so wichtig finde. Ihr müsst überlegen, Bodybuilding ist ein kompletter Präsentationssport. Klar, die Wochen, Monate und Jahre an Training und Ernährung gehen natürlich mit ein, aber im Endeffekt, was bringt euch der beste Körper, wenn ihr ihn halt überhaupt nicht in Szene setzen könnt? Allein deswegen müsst ihr schon überlegen, dass euer Posing einen entscheidenden Teil halt auch ausmacht, wie ihr auf der Bühne aussieht. Es ist von vorne bis hinten so, dass ihr, wenn ihr auf die Bühne kommt, unter Beobachtung steht. Das heißt, ihr werdet natürlich nicht nur, auch wenn es so gesagt wird, in den Posen bewertet und angesehen, sondern natürlich auch, sobald ihr quasi vom Backstage auf die Bühne geht und den ersten Schritt draufsetzt, ihr seid unter Beobachtung. Also muss jeder Schritt sitzen und auch jede Bewegung überlegt und flüssig sein. Es geht hier aber nicht nur um die Präsentation der einzelnen Posen, sondern auch um die Übergänge und auch die Kür. Ihr habt vor jedem Wettkampf bzw. am Anfang des Wettkampfs meistens eine Präsentationsrunde. Dort habt ihr 30 Sekunden Zeit, um euch als ersten Eindruck von eurer besten Seite auszuzeigen. Es ist im Prinzip, könnt ihr es wirklich so sehen, dass ihr dort das präsentiert, was ihr euch die Monate und Jahre angearbeitet habt. Das ist die einzige Zeit mit der Kür, wo ihr euch frei bewegen könnt und das zeigen könnt, wie ihr es zeigen möchtet. Das heißt, es werden keine Posen angesagt. Ihr könnt entscheiden, welche eure starken Posen sind, welche ihr dann auch zeigen wollt. Und die schwächeren werdet ihr natürlich nicht zeigen. Während den Vergleichen geht es darum, so schnell es geht in der Pose zu sein, sehr flüssig in der Pose zu sein, niemals die Spannung während den Posen zu verlieren. Das heißt, auch während dem Übergang seid ihr in Grundspannung. Ihr wollt als erstes in der Pose sein und auch als letztes im besten Fall rausgehen. Dadurch gebt ihr den Kampfrichtern die Möglichkeit, euch lange anzuschauen und dementsprechend ordentlich zu bewerten. Ein weiterer Punkt ist die Bühnenpräsenz, die Stage Presence. Wenn ihr mit gesenktem Kopf auf die Bühne geht, dann macht das einen ganz anderen Eindruck, als wenn ihr mit aufgerichteter Brust und einem Lächeln auf die Bühne geht. Das heißt, ihr wollt halt wirklich auch einen guten Eindruck hinterlassen und halt auch wirklich zeigen, okay, ey, das ist meine Bühne, ich bin hier, ich gewinne das und ich habe Spaß bei der ganzen Sache. Dazu gehören halt auch so Sachen wie, nehmt euch Platz für die Posen. Wenn ihr merkt, ihr steht zu eng oder euch verdeckt jemand, nehmt euch den Platz, den ihr braucht und erkämpft ihn euch auch im Zweifel. Und da ich weiß, dass auch nicht nur Wettkampfathleten jetzt hier vielleicht zuschauen, Posing hilft euch halt auch nicht nur, wenn ihr auf der Bühne performen wollt, sondern auch im Training. Ihr müsst überlegen, wenn ihr die Muskulatur gezielt in Ruhe, also ohne eine Belastung anspannen könnt, dann werdet ihr die natürlich auch im Training besser anspannen können. So, was passiert natürlich, wenn wir unsere Mind-Muscle-Connection, sprich die Ansteuerung von der Muskulatur, verbessern? Wir können den Muskel gezielter im Training trainieren. Wenn wir ihn gezielter trainieren können, haben wir wahrscheinlich einen besseren Wachstumsreiz. Besserer Wachstumsreiz heißt mehr Muskulatur. Und mehr Muskulatur heißt auch besseres Posing bzw. bessere Ansteuerung, weil einfach mehr Muskel zum Anspannen vorhanden ist. Zudem wollt ihr ja auch im Laufe eurer Karriere bzw. eurer Bodybuilding-Laufbahn oder eures Muskelaufbauwegs immer mehr Muskulatur aufbauen. Bis zu welchem Maß ist euch natürlich selber überlassen. Und auch die neue Muskulatur muss ja auch angesteuert werden und koordiniert werden. Und auch dabei hilft euch Posing. Zusätzlich kann man Posing halt auch als Mobility-Training sehen. Es ist im Endeffekt wirklich aktive Dehnung. Wir haben also festgehalten, Bodybuilding ist ein Präsentationssport, dafür brauchen wir Posing. Wir brauchen Posing, beziehungsweise es ist sinnvoll, Posing auch für das Training zu verwenden, beziehungsweise dafür einzubauen. Aber auch als Mobility-Training eignet sich Posing sehr gut. Ihr habt ja wirklich, dadurch, dass ihr euch mit den einzelnen Posen wirklich auch verbiegt oder in gewisse Positionen reindrückt, habt ihr aktives Dehntraining. Das heißt, mit einer anderen Muskulatur dehnt ihr eine andere Muskulatur. Wie ihr merkt, Posing hat für eigentlich jeden einen Vorteil und es macht auch verdammt Spaß. Selbst wenn ihr
tänzerisch begabt seid oder so, werdet ihr da auch einen Vorteil im Posing haben. Ihr könnt euch auch einfach Musik anmachen und einfach zu der Musik posen. Es gibt keine Regeln. Es gibt gewisse Grundprinzipien, wie ihr eine Pose aufbaut, was angespannt werden soll und wie es gedreht werden soll und so. Aber ihr habt an sich, was das Ganze angeht, keine Regeln und ihr könnt da wirklich eurer Intuition und alles freien Lauf lassen und da wirklich auch Spaß haben und mit Ausdruck posen. Das soll es eigentlich auch gewesen sein. Im nächsten Video folgt der Vlog in Portugal von Mr. Olympia Amateur 2022. Wer letztes Jahr mich noch nicht verfolgt hat, es ist auch ein Vlog von Mr. Olympia Amateur in Spanien letztes Jahr online. Die könnt ihr abchecken, das ist ein Zweiteiler. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Please welcome our next...